willkommen zu einem neuen Video. Also, was bist du nun bereit zu tun, o kaiserliche Majestät? Und stellst du es schlau genug an, ohne ein Meer von Blut zu vergießen? Heute geht's um die erste Mission, ein langer Tag in Dunwell. Und zwar um alternativer Ansatz. Was ist geschehen? Alexi, der Thron. Die Mission abzuschließen, Vater. Ohne jemanden zu töten. Geisterhaft. Nichts, was ich allein kann. Die, ich muss hier raus. Mission abzuschließen, ohne entdeckt zu werden. Und den ersten Teil der Trophäe oder Erfolgs, Vertrautheit, gebiert Verachtung. Wenn ihr hier die Papiere aufsammelt, guckt auch unterm Tisch nochmal hier nach dem Zettel. Sollte ich ihn drehen und mir ein Versteck suchen? Ich muss nachdenken. Dann drehen wir nochmal, vielleicht fällt uns ein Versteck ein. In diesem Spieldurchlauf wird der Erfolg, die Trophäe Meinungsfreiheit nicht berücksichtigt, da er sich mit dem Erfolg geisterhaft beißt. Also entweder geht geisterhaft oder Meinungsfreiheit, da, wenn man den Drucker des Dunwell Kuriers rettet, er einen auf jeden Fall als, wie soll man sagen, also gesehen hat, also als Entdeckung gilt es. Und deswegen schließt es den Erfolg oder die Trophäe geisterhaft aus. Wenn man hier nur runter könnte... Wie oft habe ich dieses Skyline gesehen? Es wirkt, als hätte sich ja, alles verändert. Die Mission sehr kurz. Also hier geht es praktisch darum, nicht entdeckt zu werden und niemanden zu töten. Laila ist wohl eine Hexe. Wie ist das nur möglich? Es geht ihnen gut. Wo ist der kaiserliche Schutzherr? Hier läuft ein Staatsstreich. Mein Vater, er wurde eingesperrt, sozusagen. Sie müssen aus dem Tower heraus, durch den Schutzraum. Da war ein Kapitän, früher am Tag, unten am Hafen, hat den Schutzherrn gesucht. Finden Sie sie, fliehen Sie aus Dunwall. Alexi, tut mir leid. Leben Sie wohl. Ich werde hier in diesem Spieldurchlauf auch nicht alles wirklich einsammeln. Also die beiden Gemälde, die für den Erfolg natürlich man braucht, um alle Gemälde zu sammeln, werde ich natürlich mitnehmen. Und auch das Dekorationsobjekt für die Dreadful Vale. Aber ansonsten die ganzen Münzen und alles werde ich hier nicht einsammeln. Das könnt ihr ja selber nebenbei noch gucken, wo etwas Brauchbares liegt. Da das Video sonst 2 oder 3 Stunden lang würde, wenn man jetzt alles absuchen möchte, das Nötigste nehmen wir halt mit. Und natürlich den Autographen auch. Emmerich, ich weiß, das sind schwierige Zeiten. Du herrschst über 4 Nationen. Ich kann mir kaum vorstellen, unter welchem Punkt du stehst. Nur du und vor dir deine Mutter wissen, wie das ist. Natürlich weiß die ehemalige Kaiserin Jessamine, wie das ist, 4 Nationen zu unterhalten, zu bespaßen. Sie hatte dafür eine Startlinie ins Herz bekommen. Ein bisschen Kleingeld hat ja nicht geschadet immer. Man braucht ja nachher, um auch im Schwarzmarkt was zu kaufen. Da, wenn man einen Spieldurchlauf macht, ohne jemanden zu töten und niedrigen Chaos-Faktor auf jeden Fall, wie das hier in diesem Video der Fall ist, dann sollte man auch nicht unbedingt die Schwarzmärkte ausrauben. Und somit muss man dann die Runen dort kaufen.
Wir betäuben jetzt hier erstmal alle Wachen, oder was heißt alle Wachen, alle, die uns im Weg sind, um Ramsay den Ring der Kaiserin abzunehmen. Lässt sich ein bisschen Zeit hier. Man muss das auch ein bisschen in Ruhe angehen, um wirklich unentdeckt durchzukommen. Es geht natürlich auch schneller, aber da kommt es auf jede Sekunde drauf an, dass man das alles abpasst. Man kann sich auch Zeit lassen und alles auf Nummer sicher gehen und noch ein bisschen Münzen abstauben. Das ganze Video geht ungefähr knapp 22 oder um die 22 Minuten. Und in der Zeit ist also das auch der Thronsaal ist verriegelt. Ohne entdeckt zu werden und ohne jemanden zu töten hier und zu machen. Halten Sie jeden auf. Ich bin zurück, wenn ich alles durchsucht habe, falls ich mich nicht selbst in diesem verdammten Schutzraum einsperre. Wir stehen bereit, falls ein Begleiter des Herzogs auftaucht. Das ist aufregend. Alles wird anders. Ja, die natürliche Ordnung setzt sich wieder durch. Wir Ramsays haben das Königspaar von Morley bewirtet. Wussten Sie das? Ich habe meine Kindheit mit den Buntings und Boyles verbracht. Mit der feinsten Gesellschaft. Wahrscheinlich hat er sehr viele Boyles. Bald werden Sie wieder dazuzählen, Hauptmann. Ramsays Familie wurde aus dem Adel enthoben und er hegt wohl noch einen Groll. Warum ich schuld sein soll, weiß ich nicht. Aber wie dem auch sei, Ramsay ist gefährlich. Ich muss ihn ausschalten. Genau das tun wir jetzt. Wir warten, bis er in den Nebenraum geht und schnappen uns den netten Herrn. Und zwar, deswegen haben wir den Wachmann erst ziemlich weit um die Ecke gebracht, sozusagen. Damit er vom Ramsay nicht mehr los gefunden wird. Würde man Ramsay weiterlaufen lassen, würde er natürlich früher oder später auf den Wachmann stoßen. Deswegen muss man sich den vorher greifen. Den nehmen wir jetzt mit in den Schutzraum. Da wollte er ja hin. Und da sperrt er sich aus Versehen doch mal selber ein. Mit Hilfe das Schloss stammt von Sokolov. Von Emily. Das ist mein zweiter Spieldurchlauf. Den mache ich jetzt mit Emily. Und wollten Sie das nicht immer, Ramsay? Die Kaisersuite ganz oben im Dunwall Tower? Sie bleiben hier, bis alles vorbei ist, Ramsay. Ich gehe die ganzen und dem Bett Sachen neben mal Vermögen. Schnell durch. Ich lese die jetzt nicht großartig. Da das Video nur unnötig lang werden würde. Und also ich sammle die Sachen nur auf, das Nötigste sozusagen. Und hier auf dem Bird haben wir das erste Sammelobjekt. Gut, dass er meine Vertreibung aus dem Dunwall Tower nicht erlebt hat. Für die Dreadful Vale. Und wenn man das hier vergisst in der ersten Mission, dann kann man das nicht wiederholen. Die Reserven helfen nicht gegen Delilah, selbst wenn ich alles hier herausschaffen könnte. Ja, leider kann man das tolle Gold nicht mitnehmen. Ich vermute, ich brauche die.
Wobei man diesen Spieldurchlauf das Fernglas mehr braucht als die Waffen. Der Kronmeuchler hat mit all dem zu tun, mit dem Herzog und Delilah. Wenn ihr übrigens ist vielleicht praktisch beim Kronmeuchler Hilfe braucht, dazu habe ich auch ein Video gemacht. Die Bestie in ihr und Gegenserum, wie man diese beiden Erfolge-Trophäen bekommt. Verlinke ich euch auch oben rechts im Video. Hier habe ich ein bisschen vorgespult, weil Ladebildschirm ist nicht so interessant. So, und ab hier, bis ich alles verstanden habe, also muss ich mich verstecken. Für den ersten Teil von Souvenirs, kommen. Den Erfolg-Trophäe, haben wir das kleine Boot eben mitgenommen. Und hier geht's um den Erfolg-Trophäe Kunstsammler. Da müsst ihr in der ersten Mission auch zwei Gemälde mitnehmen. Die nehmen wir natürlich auch mit. Dazu müssen wir dann gleich noch in Galvanis Haus natürlich die Münzen erstmal einstecken. Und zwar muss man Galvani auch zweimal ausrauben in einem Spieldurchlauf. Also in der ersten und in der neunten Mission. Was kann ich nur tun, um Vater zu helfen? Wer muss ich selbst werden? Und das machen wir natürlich hier auch. Das behindert keinen der Erfolge, die wir hier sonst mitnehmen wollen. Das ist so ein Kettenraucher. Wir müssen jetzt ein bisschen warten. Ich habe das jetzt mit Absicht nicht vorgespult, damit man so ein bisschen den Eindruck von der Zeit bekommt. Allerdings hat diese Zigarette und uns vielleicht ein bisschen Zeit gekostet für nachher, um die Bahn zu bekommen. Ihr könnt den auch direkt hier liegen lassen. Eigentlich müsst ihr den nicht wegbringen. Ich habe den irgendwie mitgenommen. Und ab hier wird es eigentlich lustig erst in diesem Spieldurchlauf, da man jetzt die ganze Straße runter bis zum Hafen Haufen Wachen hat, die einen so ein bisschen den Tag verderben. Da ihr hört gerade die Bahn, die da kommt, oder den Waggon, den müssen wir gleich noch nehmen. Das war's, das ist der Befehl. Schwärmt aus und findet das Ziel. Wir gehen zum Herzog von Zerkonos, so oder so. Es gibt keinen Weg zurück. So, die Labertasche greifen wir uns jetzt. Und zwar, da kommt jetzt erstmal die Straße rauf, dreht sich um. Und jetzt müssen wir ein bisschen zügig sein, weil die drei Wachen da unten patrouillieren. Oder zwei von denen. Wir schnappen uns erstmal den hier oben. Legen den schön sichtgeschützt ab. Emily Caldwin wird wegen schwerer Verbrechen gegen den Staat angeklagt. Und machen uns auf den Weg in Galvanis Haus. Gleich hier unten links. Wir müssen mal ein bisschen aufpassen, dass die Straße raufkommen, uns hier nicht sehen. Schön im Schatten, vorsichtig und leise runter. Sobald derjenige links die Straße runtergeht und der auf oben hinter ihm die Treppe rauf, können wir gefahrlos hier ins Haus gehen und uns den nächsten Wachmann einen von der Stadtwache hier greifen. Sobald er sich umdreht und nach links geht,
können wir ihm gefahrlos hinterhergehen. Solange man in Deckung, also gebückt geht und nicht aufrecht läuft. So, das zweite Bild, das letzte Bild in dieser Mission. Und 451 hier, die Tresorkombination für Gavani Safe, den wir brauchen für den ersten Teil der, ja, der Trophäe des Erfolgs Vertrautheit gebiert Verachtung. Der arme Galvani wird ständig ausgeraubt. Der hinterlässt uns auch eine schöne Notiz in der neunten Mission. So offensichtlich immer nehme ich dann mit. Und das Wichtige natürlich ist Serum hier, Gesundheitsampulle. Sobald er hier vor uns wieder die Straße runtergeht und der auf der Treppe dahinter uns nicht im Blick hat, können wir uns wieder auf den Weg zurück machen. Hier müsst ihr ein bisschen aufpassen. Das war noch nicht kritisch, da kommt auch keiner zum Gucken und ist auch nicht wirklich behindert für einen von den Erfolgen oder für den geisterhaft Erfolg-Trophäe. Jetzt warten wir, bis der hier wieder runter geht, rechts, da die Treppe. Und jetzt muss noch der auf der Straße hier und, nach oben kommen. Sobald der sich umdreht, hier auf der Straße wieder nach unten blickt, können wir uns auf den Weg machen, hier rechts von uns, auf das Dach des Wachhauses, der Waffenkammer oder Lagerschuppens. Ah, die Bahn verpasst, leider. Ein bisschen zu langsam. So. Hier kommt die Bahn wenigstens pünktlich, nicht wie im rechten Leben. Und ziemlich oft fährt sie vorbei. Da hat man dann wenig Probleme mit den öffentlichen Verkehrsmitteln hier im Gunwall. So, jetzt warten wir hier schön auf dem Geländer, bis der nächste Waggon vorbeikommt. Und weil das ein bisschen dauern kann, spiele ich mal so ein bisschen vor hier. Sieht aus wie Fliegenresorto hier. So, einfach auf den Wagen zugehen, springen, gedrückt halten. Dann greift er an die Kante und zieht es hoch. Übrigens, hier kann man auch nach links zum Gunwall Kurier runterspringen, für den Erfolg oder für Meinungsfreiheit, die sich aber leider mit unseren zwei Erfolgen oder Problemen hier beißen. So, jetzt sind wir hier an allen Wachen und an allen Wachmännern, Stadtwache, Angehörigen vorbeigefahren. Und ja. Jetzt können wir uns hier. Es sieht zwar viel aus hier, aber man kommt hier recht gut runter. Und man sollte aber warten, bis die da gegenüber weggucken. Dann kann man hier vorwärts laufen oder ein bisschen springen und auf die Schräge. Dann wird man abgebremst und verliert kein Leben oder sehr wenig. Und dann tauchen wir einfach mal ab. So, direkt aufs Schiff. Wir sind auf der Dreadful Vale bei Megan Foster. Und das war's im Großen und Ganzen schon. Lady! Sie sollten mir wirklich zuhören. Lady Emily,
Sie werden nicht weit kommen. Ihr Gesicht ist auf allen Münzen. Es ist ein Staatsstreich im Gange und man hält mich für den Kronmeuchler. Es ist mir egal, wie ich aussehe. Ich bin Megan Foster. Ich arbeite für einen alten Freund. Anton Sokolov. Ich bringe schlimme Kunde aus dem Süden und... eine Warnung. Ich kenne Anton, aber Corvo ist weg. Der Herzog von Zerkonos ist hier und eine gewisse Delilah. Sie haben alle im Thronsaal getötet. Da oben waren wir gerade noch. Sie etwas Seltsames gemacht. Ich konnte nur Seltsames wieder manchmal rechts spielt von uns. Das Leben so. Ja. Das ist mein Schiff, die Dreadful Whale. Los geht's, sobald sie bereit sind. Ich muss nach Karnaka, wo die Meuchelmorde begonnen haben. Delilah war sicher eine Zeit lang dort und ich will herausfinden, was da los ist. Sie sind Corvos Tochter. Das sehe ich. Fahren wir? Sobald wir jetzt losfahren, gibt's auch die beiden Erfolge, Trophäen. Und das war's ja, dann auch bin bereit. Mit dem Video. Ja, alternativer Ansatz. Kein getötet. Und geisterhaft. Kein einziges Mal entdeckt worden. Ihr könnt das hier auch unten noch sehen in der Beschreibung oder in zwei Gemälde haben wir. Zwar nicht viel Münzen gesammelt, aber dann bedanke ich mich bei euch, dass ihr euch Zeit genommen habt und euch das Video angeguckt habt und hoffe, wenn ich euch helfen konnte oder wenn es euch gefallen hat, dass ihr mir einen Daumen hoch gebt und auf wieder tschüss. Es ist lange her und vieles geschehen.